Hallo ihr Lieben, ich grüße euch und willkommen zu einer weiteren Folge von Lektionen eines Land Rover Velar. Und das letzte Video hat so ein bisschen Reaktion hervorgebracht und das fand ich sehr, sehr gut, weil es einfach was reflektiert. Und was mir so auffiel, war, dass es im konzeptuellen Verständnis von irgendeinem spirituellen, also egal was für ein Weg es ist, ob es der Kurs ist, ob es irgendwas anderes ist, dass Bedürfnisse so eine Buh-Stellung haben, weil, oh, du hast noch Bedürfnisse, willst du echt noch an deinen Bedürfnissen festhalten oder willst du lieber die Liebe Gottes? Wenn du die Liebe Gottes nicht willst oder den Frieden Gottes, dann, ja, dann bist du halt nicht auf dem Weg. Und wir kennen es ja auch aus dem buddhistischen Lernen, Bedürfnisse erzeugen Leid und das ist die Ursache für alles Schlimme in der Welt und so weiter. Und es tut tatsächlich gut, sich das mal anzuschauen, weil es tatsächlich die Wurzel allen Leides ist. Und dann haben wir das ja schon mal theoretisch abgeklappert und auch emotional nachvollzogen. Nur wenn wir uns jetzt das überlegen und uns anschauen, wie verbringst du deinen Tag? Wie fängst du deinen Tag an? Okay, in der Meditation oder in deiner stillen Zeit oder in deiner Hinwendung zu Gott, kannst du sagen, okay, ich gehe an meinen Bedürfnissen vorbei und ich will nur Gott oder ich richte meinen Geist so darauf aus, dass er eine Präferenz dafür hat. Wir wissen ja gar nicht, was der Frieden Gottes ist. Insofern können wir nicht wirklich ein Ding wählen, was wir aus der Vergangenheit kennen, sondern sozusagen nur motiviert aus einem inneren Bedürfnis heraus, die Begrenzung zu verlassen. Okay, und jetzt frage ich dich, wie sieht dein Klassenzimmer aus? Also wie sieht dein Alltag aus? Da geht es darum, geht es vorrangig darum, wie kannst du es dir besser gehen lassen? Magst du lieber ein Cappuccino oder ein Latte Macchiato? Magst du lieber die Schokolade aus dem Lidl oder ist es vielleicht Milka? Oder ist es vielleicht sogar eine Schweizer Schokolade? Und da vermute ich ganz stark, dass es niemanden gibt, der da nicht Präferenzen hat und was wählt, basierend auf seinen Bedürfnissen. Und wenn wir jetzt Jesus nehmen und seinem Vorschlag folgen, und das ist interessant auch im Textbuch nachzuvollziehen, nämlich der letzte Abschnitt im 29. Kapitel dreht sich um Götzen und dreht sich darum, dass da das Leid liegt und es basiert auf Urteil. Ja, also in meinem Beispiel, okay, du willst einen Land Rover Velar, du hast über dich geurteilt, heiliger Sohn Gottes, und du hast dich so gesehen, wie du nicht bist, und jetzt leidest du. Okay, lass von dem Urteil los, erkenne, wer mit dir geht, erkenne, wer du bist. Kapitel 30, der Anfang des Kapitel 30, des 30. Kapitels dreht sich um Entscheidungshilfen und es dreht sich darum, okay, wie kannst du jetzt ganz praktisch in deinem Klassenzimmer, wie es sich die meiste Zeit darstellt, die neue Lehre in Anwendung bringen? Und da wird klar gemacht, wähle das, was du erfahren möchtest und überlass dem Heiligen Geist die Führung da drinnen, ne? Entscheidungsregeln mit ganz konkreten Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Ich mache keine Werbung dafür, deine Bedürfnisse zu behalten, im Übrigen, sondern ich mache Werbung dafür, dir gewahr zu werden, dass du Bedürfnisse hast. Ja, wenn du würdest keine Welt sehen, wenn du nicht Bedürfnisse haben würdest. Also lass uns einfach ein Stück weit ehrlicher mit uns selbst werden und uns eingestehen, ja, ich habe Bedürfnisse. Wenn da keins wäre, wenn ich nur ein einziges Bedürfnis hätte, wäre der Sinn und Zweck für die Welt vorbei und sie würde aus meinem Gewahrsein verschwinden. Okay, also ist das, was meine Bedürfnisse sind, was sind Bedürfnisse? Bedürfnisse sind Wertzuschreibungen für etwas, was keinen Wert hat. Und im Handbuch für Lehrer, sowohl wie im Pamphlet für Psychotherapie, sagt Jesus, jeder Lehrer Gottes, egal wie fortgeschritten er ist, hat Bedürfnisse und sie müssen gestillt werden, damit er hier seine Funktion als Lehrender und Lernender erfüllen kann. Okay, so viel schon mal dazu. Jetzt geht es nur darum, die Bedürfnisse so zu verwenden, dass sie tatsächlich der Wahrheit dienen. Sie sind sozusagen dein Motivator und dein Feuer, um dich in Richtung Wahrheit zu bewegen.
Und ich war heute beim Land Rover-Verkäufer und wir hatten ein Gespräch über das fortgesetzte Abenteuer des Erwerbs eines Land Rover Velar oder des Leasings eines Land Rover Velar. Und mir war klar, dass ich nicht in meiner alten Perspektive bleiben kann von ich wünsche mir was, weil es Leid ist. Dennoch war mein ich wünsche mir was mein Motivator, um weiter in die Reflexion meines Geistes zu gehen und in die Reflexion davon, was mein wirkliches Bedürfnis ist. In dem Moment, als ich das losließ, war mir klar, hey, ich habe tatsächlich kein Bedürfnis. Ich kann nicht, aber ich kann auch im ganz ehrlich sein mit mir selber, kann ich nicht wirklich von der Idee loslassen, einen Velar fahren zu wollen. Also, okay, hier ist mein Bedürfnis, ich kann davon nicht loslassen und ich nutze es jetzt für die Wahrheit. Und wir hatten vor ein paar Tagen die Lektion, dass du in nichts scheitern kannst. Und mit dieser Idee, als diese Idee bei mir reinkam, war mir klar, ey, ich kann mich mit dem Autoverkäufer ganz normal über das Leasingangebot eines Land Rover Velar unterhalten, weil ich weiß, dass ich nicht scheitern kann, egal was das Ergebnis ist. Und darin war es oberflächlich gesehen ein komplett normales Verkaufsgespräch mit dem Unterschied, dass ich in einer Klarheit in der Beziehung und der Begegnung mit dem Autoverkäufer sein konnte, bleiben konnte, ihm die Gelegenheit gab, selbstgewiss zu sein und über seine Zweifel in der Definition von sich selbst als menschliches Wesen hinausgehen zu können, und wir eine bedeutungsvolle Begegnung hatten in der Form eines Verkaufsgesprächs. Und eine Begegnung findet immer in irgendeiner Form statt. Da gibt es keine Rangordnung, aber jede Form wird verwendet oder muss verwendet werden, um das Ziel des Heiligen Geistes und das Lernziel des Heiligen Geistes zu erreichen. Also hier wird die Welt bedeutungsvoll, weil es tatsächlich der Kommunikation dient. Und wir haben uns nicht über ein Geistestraining unterhalten. Es war einfach eine Begegnung und darin wurde was Neues kommuniziert. Und wir waren beide dankbar. Wir waren beide dankbar über die Klarheit. Wir waren beide dankbar über die Einfachheit und die Schnelligkeit, in der Dinge geklärt werden konnten. Und das war die zweite Episode zu Lektionen eines Land Rover Velar. Wir sehen uns in einem Augenblick. Ich liebe dich. Ich segne dich mit der Liebe Gottes, weil ich die freudige Lektion lernen möchte, dass es keine Liebe gibt, außer der seinen, der deinen, der meinen und der eines jeden. Gott segne dich. Wir sehen uns in diesem Augenblick buchstäblich. Danke für dich.